Hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des VfR Aalen. Der siebte Spieltag steht an, wir sind auswärts in Stuttgart bei den Kickers auf der Waldau. 14 Uhr ist morgen dort der Anpfiff. Ich begrüße die Presse und vor allem unseren Cheftrainer Tobias Kramer. Ja, servus. Tobi, wie sieht's aus? Wie ist die Mannschaft drauf? Ja, wie ist die Mannschaft drauf? Die Stimmung ist gut, muss ich sagen. Haben aber natürlich auch nach der Niederlage jetzt gegen Steinbach so ein paar Ansatzpunkte gefunden, auch in der Analyse, was wir besser machen können. Mhm. Das habe ich ja schon angedeutet bei der PK nach dem Spiel. Herausspielen von Torchancen super, verwerten von Torchancen leider ungenügend. Denn wenn man sich den Spielverlauf anschaut, nochmal im Nachgang, muss man sagen, wenn wir die Chancen, die wir wirklich kreiert haben, wenn wir die gemacht hätten, hätten wir das Spiel drehen können. Ja. Also wir waren sehr dominant, was mich wirklich auch begeistert momentan an der Mannschaft, weil wir so eine Mannschaft wie Steinbach dann auch sehr, sehr gut bespielt haben. Also nicht wie letzte Saison, wo wir erstmal das Hauptaugenmerk auf Verteidigen gelegt haben. Mhm. Sicherlich hat da auch so die letzten Parameter haben in diesem Thema auch gefehlt, aber wir haben teilweise Steinbach auch vollkommen im Griff gehabt und das ist ja keine Truppe, die man mal im Vorbeigehen bespielen kann. Die haben schon Qualität und deswegen sind wir ja auch sehr positiv gestimmt. Wenn wir diese Themen wirklich jetzt im Detail noch intensiver bearbeiten, dass wir dann auch erfolgreich, was Punkte angeht, erfolgreich Fußball spielen werden. Also mir macht es momentan wirklich riesen Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Sie ist sehr, sehr willig, sie ist sehr aufmerksam und das wünscht man sich eigentlich als Trainer, auch wenn es jetzt natürlich durch die erste Niederlage so einen kleinen Dämpfer gegeben hat. Aber das ist nun mal so. Ansonsten sind soweit alle fit. Außer der Loris Portella, der hat sich heute Mittag gerade bei mir krank gemeldet, der hat einen leichten Infekt. Da machen wir auch keine Spirenzchen, sondern den lassen wir erstmal in Ruhe und der soll sich auskurieren. Dafür haben wir einfach auch jetzt einen stabilen Kader, wo wir sagen können, da können wir auch mal so einen Ausfall verkraften. Okay, vielen Dank. Dann bitte ich euch nochmal über Fragen. Dann im Rückblick auf das Steinbach-Heimerspiel, war das dann eigentlich der Hauptgrund für die Niederlage, die mangelnde Chancenverwertung oder welche Punkte waren dann noch so ausschlaggebend? Ja, wir haben ja das, was ich gerade angedeutet habe, in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Themen nicht alle Parameter abgerufen. Und darum ging es mir. Wir haben bei dem ersten Gegentor müssen wir eigentlich schon vorne rechts, weil wir in der Pressing-Situation drin sind, weil wir gut gestaffelt waren, müssen wir da den Ball schon erobern. Wir dürfen die Steinbacher aus dieser Pressing-Situation nicht rauslassen. Und wenn sie sich dann rausspielen, müssen wir das taktisch mit einem Foul irgendwie lösen, dass wir da das Spiel unterbinden. Dann kommt auch dazu, dass sie auch noch Glück haben, weil der Benji den Ball, den Querball so abfälscht, dass er vor die Füße des Steinbach-Spielers dann fällt und dadurch haben wir einen Zeitverlust, kommen nicht mehr alle rechtzeitig hinter den Ball und das ist ein Serkan Firat mit seinem linken Fuß punktgenau flanken kann, das ist nun mal allzeit bekannt und dementsprechend waren da kleine Fehlerquellen drin, die haben wir auch angesprochen, auch per Video und beim zweiten ist es eine klare Situation im 16er, wo wir, wenn wir wirklich konsequent verteidigen wollen, einfach eine Grätsche auspacken müssen und dann ist der Querpass, kommt nicht zum Spieler hinten am langen Pfosten, sondern dann klären wir den Ball, wenn wir runtergehen. Und das sind diese Parameter, die ich meine. Das, was uns letzte Saison dann im Zuge der letzten Spiele so stark gemacht hat, müssen wir wieder mit reinbekommen, dass wir mit aller Macht unser eigenes Tor verteidigen. Und nicht sagen, ach, das klappt schon und dann nehme ich da mal fünf Schritte weniger raus, sondern immer wieder diesen Fokus legen, dass wir mehr arbeiten müssen als der Gegner, dass wir mehr Schritte machen müssen als der Gegner, damit dann im Nachgang durch diese konsequente Verteidigung eben dann auch das Fußballerische, was wir momentan ja wirklich haben, das muss man ja deutlich sagen, dass man dann eben auch diese fußballerischen Komponenten noch besser und noch sicherer auf den Platz bekommt.
Thema Amidala macht, das eigene Tor verteidigen, ist am Samstag sicherlich ein ganz wesentliches Thema, um gegen die Tigers möglichst erfolgreich stehen zu können. Genau. Ist das ein maßgebender Punkt und wie schätzen Sie die Kickers tatsächlich ein, die ja jetzt am vergangenen Spieltag auch mit alle drei Punkte geholt haben? Ja, aber da muss man natürlich dazu sagen, dass die Stuttgarter Kickers fast 80 Minuten in Unterzahl gespielt haben. Und das ist natürlich schon bemerkenswert, dass sie dann noch unentschieden spielen und auch Rückstände aufholen. Sie sind momentan in der absolut Top-Verfassung. Sie haben einen Stürmer bzw. offensiven Mittelfeldspieler, einen Dickelhuber, der, das hört sich jetzt ein bisschen lapidar an, aber das ist einfach so, wenn man einen Lauf hat, der kann vor jede Pille treten und anscheinend ist das Ding dann drin. Deswegen müssen wir da aufpassen. Wir haben gestern auch die Analyse gehabt, dass wir eben auch diese Schüsse aus der zweiten Reihe schon frühzeitig blocken und verhindern müssen, damit dann eben diese Qualität dieses Spielers wirklich nicht auf den Platz kommt. Und sie haben einfach auch enorm gut eingekauft, haben den Transfermarkt sehr, sehr gut sondiert und haben eine sehr gute Truppe zusammengestellt. Das ist kein normaler Aufsteiger. Ich sage mal, wenn, ist auch nicht abwertend gemeint gegenüber TuS Koblenz, die wir ja schon gespielt haben, dann ist eine andere Ausnahme. Deswegen stehen die da, wo sie jetzt stehen. Das ist eine andere Qualität. Aber nichtsdestotrotz fahren wir auf die Waldau, um den Schneid abzukaufen, um ein gutes Spiel zu machen und dann natürlich das Ziel zu haben, auf jeden Fall, und das habe ich der Mannschaft schon gesagt, wir fahren dahin mit dem Ziel, punktemäßig zweistellig zu werden. So, darum geht's. Und das muss Priorität 1 haben. Was dann, ob da jetzt ein oder drei Punkte raus resultiert, steht auf einem anderen Blatt, aber ich möchte auf der Waldau nicht verlieren. Ganz einfach. Das muss das absolute Ziel sein, weil ich glaube, die Atmosphäre wird eine besondere sein, jetzt auch gegen VfR Aalen. Ich glaube schon, dass man da schon mit 6.000 Zuschauern rechnen kann und dann brennt es natürlich darum. Aber das ist ja gerade das, was uns an dem Fußball dann so gefällt, dass man dann mit diesen Druckbedingungen auch umgehen muss. Und auf welche Spieler müsst ihr dann neben Cam Dickelhuber noch aufpassen? Gibt es da noch so? Ja, der Mauersberger, der von Freiberg gekommen ist, hat momentan wirklich einen sehr, sehr guten Lauf. Auch ist in sehr guter Form, hat gegen Offenbach schon gezeigt, gerade hinten raus, dass er dann auch entscheidende Dinge nach vorne mitmachen kann. Der Yannick Thermann kennt ihn ganz gut. Wir haben gestern noch drüber gesprochen, weil sie ja auch jetzt lange zusammengespielt haben in Freiberg. Sie haben wirklich auf jeder Position sehr gut eingekauft und momentan scheint es so, dass auch diese mannschaftliche Geschlossenheit, und das hat man ja gesehen nach dieser roten Karte gegen Baling, dass auch diese mannschaftliche Geschlossenheit und dieser Teamspirit auch passt. Gut, im Erfolg ist das immer ein bisschen einfacher, aber das muss man sich ja auch erstmal erarbeiten. Deswegen möchte ich da niemanden explizit hervorheben, weil es schon auch eine geschlossene Mannschaftsleistung oder geschlossene Mannschaftsleistung in den vergangenen Wochen war. Das muss man deutlich sagen. Das ist genau das, was euch ja auch auszeichnet. Man darf nach 6 Spielen auch mal verlieren, sage ich jetzt mal. Von daher habt ihr wirklich auch einen super Lauf bisher. Geht ihr mit breiter Brust nach Stuttgart? Ja, selbstverständlich, weil die Situation ja für uns auch sehr positiv war. Also es hätte ja niemand damit gerechnet, dass wir jetzt innerhalb dieser ersten 6 Spieltage so eine Punktausbeute hatten. Aber das hat sich die Mannschaft absolut verdient, weil sie fleißig war, weil sie fokussiert war und weil sie natürlich jetzt innerhalb ihrer Parameter ein gutes Verhältnis hat zwischen diesem Thema Verteidigen des Tores, aber auch spielerischer Qualität. Wenn wir jetzt alles mal auf jeder Position am Samstag zu 100% hinkriegen, also dann wird's ein interessantes Spiel, kann ich schon sagen. Kurz zum Personal, Sie haben gesagt, im Prinzip waren Sie alle an Bord. Wird es personelle Veränderungen geben in der Aufstellung? Also Thema auch Steffen Kiele. Ist er an Bord? Oder? Nee, Steffen ist noch raus. Das habe ich ja letzte Woche gesagt. Ja. Die Werte entwickeln sich hervorragend, aber wir müssen da noch jetzt einfach diese Geduld aufbringen, dass auch
in Ulm an der Uniklinik gesagt wird, Steffen, alles gut, jetzt darfst du wieder abfeuern. Und ansonsten, gibt es Veränderungen in der Mannschaft? Wir haben Freitag, 12.39 Uhr. Ich habe noch eine Nacht Zeit, deswegen. Alles klar. Okay, dann danke ich für eure Fragen und für deine Antworten. Und wir freuen uns auf morgen, 14 Uhr, Anpfiff auf der Waldau. Kommt vorbei in Weiß oder guckt euch den Stream an. Bis dann, tschüss. Pfiat.